aus dieser kleinen Taschenlampe. Dieser Display hier vorne. Und schon ist die Lampe in Sekunden wirklich am Gürtel dran. Ja, und alles funktioniert mittels Magnet. Wir können die Lampe auch ohne das L-Stück laden. Ich bin jetzt mal im High-Modus. 500 mA drin. Hey Leute, ich bin's Fritz und du bist auf meinem Zweitkanal gelandet, Fritz Meinecke Gear. Hier dreht sich alles rund um das Thema Ausrüstung. Heute eine Taschenlampe und zwar die Seeker 2 von Olight. Bis zum Schluss dranbleiben im Video, denn ich verlose eine dieser Lampen direkt wieder an euch da draußen. Oben in der Ecke ist wieder Werbevideo eingeblendet, denn es geht ja um ein Produkt. Und wer nochmal genaue Informationen haben will zur Lampe, zu allem möglichen anderen Kram, Ausrüstung, schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Schauen wir mal, was alles im Lieferumfang dabei ist. Natürlich die Taschenlampe an sich. Hier hinten drin befindet sich auch ein mitgelieferter Akku. Das ist ein wirklich großer Akku. 21.700, wenn man das so ausspricht. Ich kenne sonst immer nur 18.650. Die sind schon richtig stark von der Leistung. Hier sind 500 mA drin. Denn die Lampe hat es in sich. Das seht ihr nachher noch beim Lichttest und bei der Lumenausbeute. Außerdem im Lieferumfang ist eine kleine Tasche mit einem schönen Clip, die man dann auch an den Gürtel ranmachen kann. Hier hinten mittels Druckverschluss lässt sich das Ganze schnell befestigen. Und hier haben wir auch nochmal eine extra Lasche dahinter, um hier ja einen Gürtel zum Beispiel durchzuführen. Und wir können das Ganze auch mittels D-Ring mit einem Karabiner zum Beispiel irgendwo ja ranklippen an den Rucksack oder so. Der Druckknopf hat halt den Vorteil, dass man den Gürtel nicht extra rausschlaufen muss, sondern man kann das einfach hier durchstecken, macht den Druckknopf hier unten zu. Und schon ist die Lampe in Sekunden wirklich am Gürtel dran. Und wenn man sie dann wieder abmachen will für ja, die Verstauung im Rucksack zum Beispiel, kriegen wir das Ganze auch ganz schnell wieder ab. Was die Verarbeitung und die Langlebigkeit der Hülle angeht, kann ich nicht wirklich viel sagen, weil ich sie gerade ganz frisch habe. Macht erstmal einen soliden Eindruck, dicke Nähte und ja, wird sich zeigen, ob die dann wirklich auch im harten Einsatz hält. Hier vorne drauf ist eine Schnalle, die so ein extra Gurtband drüber hat. Kann man einfach klicken und aufmachen, rastet hier so ein bisschen ein. Ja, geht ganz entspannt auf und zu. Auch wieder mit dabei, typisch für Olight-Lampen, ist das Ladekabel, was über USB funktioniert und einen magnetischen Aufsatz hat. Das heißt, man kann die Lampe dann einfach andocken, packt das Ganze dann in einen USB-Slot bzw. halt in einen passenden Stecker dafür und kann die Lampe so entspannt laden. Das Ladegerät ist quasi integriert in die Lampe. Was ich so noch nicht gesehen habe, was als Besonderheit dabei ist, ist dieses L-Stück. Und dieses L-Stück kann man mittels Klebefolie hinten, das ist so eine 3M-Klebefolie, also eine wirklich starke, irgendwo ja vielleicht ans Fahrzeug kleben, zu Hause, an den Schrank, wie auch immer. Oder man kann, wenn man auf Nummer sicher gehen will, auch hier Schrauben verwenden, sind so Löcher drin, hier sieht man es ganz gut. Und hier unten drunter ist quasi das gleiche Element, also auch eine Dockingstation. Das heißt, hier ist die Lampe dann fest an der Seite. Man kann das Ganze also zu Hause irgendwo befestigen und dann die Lampe immer mit Magnet drauf machen, verliert die nicht, weiß immer, wo sie ist. Und jetzt kommt der nächste Clou, und zwar auf der Unterseite davon ist auch noch ein Magnet und da passt wieder das Ladegerät. Das heißt, wir können jetzt die Lampe laden, während sie auf diesem L-Stück befestigt ist. Ja? Und alles funktioniert mittels Magnet. Wir können die Lampe auch ohne dieses L-Stück laden oder halt auch wieder auf das L-Stück draufpacken zu Hause irgendwo und das dort drauf laden. Finde ich eine coole Sache, muss ich sagen. Habe ich so auch noch nie gesehen. Es gibt zwei Sachen, die bei der Lampe auf jeden Fall sofort ins Auge stechen. Das ist einmal dieser gummierte Griff und dieser Anzeige-Display, nenne ich es jetzt mal, hier vorne dran. Wir haben auf beiden Seiten so ja, Gummi-Silikon-Elemente, nenne ich es jetzt mal, die gut geriffelt sind, wo man wirklich einen bombastischen Halt bei der Lampe hat. Ja? Was auch wirklich angenehm zu tragen ist. Was mir sofort als Vorteil einfällt, ist die Benutzung im Winter. Weil ja, das Metall natürlich extrem kalt wird und ich weiß, dass man sich auch gut mal schnell die Hände abfriert an so einer Taschenlampe. Außer sie wird extrem heiß durch die Belastung. Aber hier hat man ja einfach eine schöne Gripfläche und hier sind auch so kleine Hügel eingearbeitet. Ich glaube, das kann man, doch das sieht man gut in der Kamera, quasi als Fingermulden. Ist auf jeden Fall ein nettes kleines Feature, muss man sicherlich nicht dran haben, aber ich finde es mal ganz nett. Da hat man einfach sich mal noch ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Das zweite, was ich angesprochen hatte, war dieser Display hier vorne. Ja? Und zwar meine ich diesen Ring außen drumherum. Da sind so kleine LEDs drin verbaut. In der Mitte ist ein Knopf. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich denke mal, dass die Kamera mit den LEDs nicht klarkommt. Deswegen wird das hier so extrem komisch angezeigt. Wir haben diese zwei Seiten. Einmal das Thema Helligkeit. Wir haben den Low-Modus, den Mid-Modus, den High-Modus und den Turbo-Modus. Und wir haben auf der anderen Seite halt die Batterieanzeige bzw. Akkuanzeige. Wie viel Strom haben wir drauf? Da fällt mir noch eins ein, und zwar
haben wir bei dem Ladegerät hier hinten dran, ich weiß nicht, ob ihr das seht, so ein kleines durchsichtiges Schnibbelstück. Und zwar genau das meine ich hier. Und dieses leuchtet auch. Da ist auch so eine ganz kleine LED drin verbaut. Und zwar, wenn es vollgeladen ist, ist es grün. Und wenn es rot leuchtet, dann lädt es gerade noch. Das heißt, ihr habt auch noch eine schöne Anzeige, wann ist die Lampe eigentlich fertig und wann lädt sie noch. Was sonst noch auffällt, dass sowohl beim Zubehör als auch bei der Lampe gewisse Teile wieder in so einem speziellen Blau gehalten sind. Ist typisch für OLED, kennt ihr sicherlich auch schon von den anderen Lampen. Auf der Rückseite nochmal Plus-Minus-Zeichen drauf auf dem Griff, dass man das Ganze halt nicht verwechselt und weiß, wie man den Akku richtig rum einlegt. Und im vorderen Bereich haben wir nochmal diverse kleinste Kühlrippen. Ihr könnt ja nochmal sehen, wie die Lampe von vorne aussieht. Das sind so drei LEDs, müssten das sein, die da verbaut sind. Wenn ich das Licht anmache, seht ihr nicht ganz so viel, aber da könnt ihr ein bisschen sehen, wie dieser Spiegel, quasi eine Art Parabolspiegel, eingearbeitet ist, ein dreifacher. Hier vorne sind so leichte Rifflungen dran. Ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass man das groß zur Selbstverteidigung nehmen kann. Die sind wirklich ganz, ganz flach gehalten, aber sehen nochmal schick aus. Am Ende der Lampe gibt es nochmal eine kleine Öse für ein Lanyard zum Durchfädeln. Ich habe jetzt im Zubehör aber kein Lanyard gefunden. Also müsste man sich dann selbst irgendwie was basteln aus Paracord oder von einer anderen Lampe nehmen. Und ein Zubehör hatte ich tatsächlich noch vergessen, weil es so klein ist. Hier ist noch ein Beutel mit dabei mit kleinen Dübeln und Schrauben und auch nochmal einer zweiten Klebefläche für dieses L-Stück hier. Die große Frage ist natürlich, wie schlägt sich die Lampe in der Praxis? Und dazu brauchen wir ein bisschen Nacht. Das heißt, wir switchen mal ein paar Stunden nach hinten und machen einen Lichttest. Es ist mittlerweile dunkel. Ich habe mir extra die blaue Stunde ausgesucht, dass die Kamera auch trotzdem noch ein bisschen Licht einfängt. Und ihr seht hier auch schon, leuchtet die Lampe. Und wir machen jetzt mal einen kleinen Lichttest. Wir starten jetzt allererstes mit dem Low-Modus. Das sind 52 Lumen und 52 Stunden Leuchtdauer. Ja, also wirklich extrem lange bei dem großen Akku. Und das ist auf jeden Fall so für den Nahbereich, immer um im Rucksack was zu gucken, im Zelt oder so. Hier sieht man übrigens jetzt nochmal schön auch die Anzeige. Ne? Akku ist voll. Ist der rechte Bereich mit den vier Leuchten und hier ist eine Lampe an, das heißt Low-Modus, wenn wir jetzt länger gedrückt halten, zack, gehen wir in die nächsten zwei und jetzt schon mal als Vergleich haben wir den Medium-Modus mit 300 Lumen und immer noch eine Leuchtdauer von 9 Stunden 30, also das reicht wirklich völlig aus, um was zu sehen, um sich zu orientieren, um einfach irgendwo lang zu wandern mit einer extrem langen Leuchtdauer, zack. 3, jetzt seht ihr, haben wir schon richtig Power, das sind 1200 Lumen und eine Leuchtdauer von 110 Minuten, ne? Also ein bisschen irgendwie über anderthalb Stunden und hier machen wir auf jeden Fall schon richtig Licht. Ja, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen geocachen will, eine kleine Reflektorstrecke ausleuchten möchte, dann sieht man hier richtig gut was und wenn wir jetzt einen Doppelklick machen, dann seht ihr den Turbo-Modus mit 3200 Lumen. Schaut mal hier rechts hinter, selbst die Hallen und die sind locker ja, über 100 Meter entfernt, sind hier immer noch richtig gut zu sehen. Bin jetzt mal im High-Modus und wir gehen einfach mal hier so ein bisschen rum, damit ihr so ein Gefühl dafür kriegt, wie hell das wirklich ist. Und was auffällt, dass dieser Lichtkegel, den wir haben, der ist wirklich sehr, sehr soft. Ne? Also wir haben hier keinen extremen Punkt in der Mitte, boah, guck mal, wie hell das jetzt gerade ist, sondern es ist wie so eine Art Softbox. Und das lässt sich wirklich richtig gut ausleuchten. Muss ich sagen, ist auch optimal, um damit zu filmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine LP-Erkundung mache, kann ich hier wirklich richtig gut für euch das Ganze ausleuchten und alles ist schön gleichmäßig soft erleuchtet. Was ich auf jeden Fall besonders cool finde, ist diese Anzeige, weil man wirklich dann merkt, okay, wie viel Power habe ich noch, was habe ich hier für eine Stufe. Und selbst hier im Low-Modus, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera wirklich so wahrnimmt und sieht. Aber es reicht halt wirklich aus, um hier gut was zu sehen. Also wenn ich wandern gehen würde und einfach nur so ein bisschen was ausleuchten will, um den Weg zu sehen, würde mir dieser Low-Modus ausreichen und der hält halt einfach ultra lange. Auf dem Boden seht ihr mal, wie stark das Licht immer noch auf kurze Distanz ist. Also wenn ich einfach ein bisschen in der Ausrüstung kramen muss, reicht das auch super. Und hier sieht man auch nochmal ganz schön in der Mitte ein bisschen den helleren Punkt und wie das Ganze aber links und rechts noch schön soft rumstrahlt. Also die Halle bis da hinten hat jetzt locker eine Reichweite von 100 Metern. Wir sind jetzt im Low-Modus. Jetzt sind wir im Mid-Modus und hier sieht man schon richtig gut alles. Aber dort hinten am Ende der Halle ist eigentlich alles noch ein bisschen schwarz. Also das Ende kann man noch nicht sehen. Wir gehen rein. Ich persönlich mit meinen Augen sehe jetzt schon das Ende der Halle. Da sind auch Bäume. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Und Turbo-Modus wäre das. Und das ist wirklich schon ein Flaggscheinwerfer. Und das Krasse ist, aus dieser kleinen Taschenlampe. Also guckt euch das mal an. Das ist halt die Ausbeute mit dem übelsten Akku. Und da kommt diese extreme Energie her.
Wichtig, alle, die auf der Suche nach einer neuen Taschenlampe sind und sagen, das wäre vielleicht was Interessantes, schaut mal unten in die Videobeschreibung rein, denn morgen am 3. Mai 2019 gibt es ein Blitzangebot von Olight, wo ihr die Taschenlampe auf jeden Fall ein bisschen günstiger kriegt. Und jetzt wird es natürlich wieder Zeit fürs Gewinnspiel, denn eine dieser Lampen werde ich an euch da draußen verlosen. Dafür natürlich erstens Daumen nach oben aufs Video, zweitens Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nämlich auch kein weiteres Video und kein weiteres Giveaway. Und drittens schreibt mal in die Kommentare, was für Ausrüstung interessiert euch eigentlich am meisten. Was soll ich hier mal auf dem Kanal bringen? Was wollt ihr unbedingt mal sehen? Schaut ein bisschen die Kommentare durch, die anderen schreiben, liken ein bisschen was durch und vielleicht sind die Top-Kommentare demnächst schon hier in Videoform auf dem Gear-Channel. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.